Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Just for Fun Spiel. Dieses Mal wieder ein kleines Browser-Game, das ich wahnsinnig cool finde. Und zwar GameCorp, das findet ihr auf Kongregate, den Link in der Beschreibung. Und wir starten jetzt einfach mal unsere eigene kleine Videospielfirma. Und nennen sie Kürbis Corporation und geben ihr einen lustigen kleinen Stern als Symbol. Und dann geht's los. Das Tutorial überspringe ich jetzt einfach mal, weil ich weiß, was ich zu tun habe. So. Und jetzt habe ich hier ein kleines Büro mit 4 Arbeitsplätzen und stelle mal meine ersten beiden Arbeiter an. Hier gibt es James, Will und Cliff. Die können leider alle noch nicht so viel, ist aber wurscht. Wir engagieren jetzt einfach mal James und Will. Dann baue ich hier mal einen Trainingsbereich. Ihr werdet gleich sehen, wofür das gut ist. Und spul mal ein bisschen vor, dass die Herren auch zur Arbeit kommen. So, jetzt kann ich mit diesen Leuten tatsächlich quasi Spiele entwickeln. Je nachdem, was sie quasi für Skills haben. Da die beiden jetzt allerdings noch gar nichts können. Ja, warum auch immer sie dann meinen, ein Spiel programmieren zu müssen. Nehme ich mir jetzt mal James und bilde ihn zum Artist aus. Mit dem ersten Programm, das er machen kann, und zwar Photoshop. So. Und Will hat in der Zeit eigentlich nichts zu tun. Da aber auch er was lernen soll, stelle ich noch so ein Trainingsgedöns dahin. Und er trainiert jetzt mal Storywriting mit WordPod. Und da die jetzt erstmal beschäftigt sind, bis hier dieser Progress-Balken voll ist, spulen wir ein bisschen vor. Wenn es von draußen übrigens ein bisschen komische Geräusche gibt, da ist gerade irgendwer am Rasenmähen. Ich hoffe mal, das hört man in der Aufnahme nicht so laut. So, jetzt sind sie fertig. Ich muss übrigens noch im Kühlschrank die Chips reintun, weil sie dann schneller arbeiten, und den Kaffee, damit sie schneller laufen. Jetzt haben wir quasi einen von ihnen, der auf Kunst, also Art, spezialisiert ist, und einen auf Writing. Und nun können wir kurz vor Feierabend noch unser erstes Projekt in Arbeit geben. Wir können einen Shooter, einen Racer, ein Horrorspiel, ein Adventure, ein Puzzlespiel, ein Actionspiel, ein Rollenspiel, eine Simulation und ein Strategiespiel machen. Und wenn wir jetzt mal schauen, hier zum Beispiel ein Adventure braucht ein bisschen Art. Der Ton ist nicht so wichtig, der Code ist auch überhaupt nicht wichtig, aber das Storywriting ist sehr wichtig. Wir nehmen jetzt also mal ein Adventure. Die gehen jetzt übrigens gerade zur Arbeit, weil wir nach 18 Uhr haben. Und nennen das Adventure jetzt einfach mal Kürbis Quest. Es kann nur ein Mikroprojekt sein, weil wir nur 2 Leute haben, die daran arbeiten können. Momentan müssen wir $2.574 investieren. Und fahren fort. So. Und jetzt haben wir James, der quasi gelernt hat, sich um die, ja, das sind unsere heutigen Einnahmen oder Ausgaben. Wir haben viel verloren, weil wir noch nichts auf den Markt gebracht haben, logischerweise. So. James ist halt für die Art zuständig, das haben wir eben mit ihm trainiert. Außerdem soll er den Code schreiben, da hat er zwar keine Ahnung, aber das ist bei dem Spieler auch nicht wichtig. Will macht den Sound und das Storywriting, weil er ja der Writer ist. Und wir fahren fort. Und nun können wir, weil die beiden ja schon was gelernt haben, Photoshop auswählen und WordPod. Das macht das Projekt zwar etwas teurer, aber auch besser. So. Und nun haben wir es in Auftrag gegeben, und wenn die Herren jetzt auf der Arbeit erschienen sind, werden sie loslegen. So, die Arcane Studios haben hier in der Nähe aufgemacht, das sind jetzt meine ersten Rivalen. Und in 3 Monaten wird der 2012 Game Award verliehen. Das heißt, wir sollten uns sputen, dass wir auch irgendwas auf den Markt bringen, was man awarden kann. So, jetzt können wir schauen, wie es um unser Projekt momentan steht. Wie ihr seht, alle Balken sind noch leer, das heißt, es ist noch nichts daran gemacht. Die Qualität ist auch noch null und wir sind in der Vorproduktion. Das bedeutet, dass die beiden Herren sich jetzt mal zusammen an den Tisch setzen und über das Projekt reden. So, und nun haben sie das Spiel schon mal vorbereitet. Das hat jetzt Qualität 8. Und nun setzen sie sich an ihre Arbeitsplätze und beginnen, das Spiel zu entwickeln. Der Code ist bereits fertig, der Ton ist auch schon fertig. Und an Art und Writing wird momentan noch gearbeitet.
Wir spulen mal wieder etwas vor. Ihr seht jetzt, dass es langsam aufs Finale zugeht und dass das Spiel langsam besser wird. Allerdings müsst ihr halt bedenken, die arbeiten momentan nur mit Photoshop und irgend so einem rudimentären Schreibprogramm. Das heißt, das Spiel wird trotzdem nicht so mega pornös werden. So. Und es ist fertiggestellt. Qualität 33. Die beiden Herren sind mit der Arbeit für heute fertig. Und jetzt können wir es publishen, also auf den Markt bringen. Könnten jetzt noch Marketingbudget nehmen, was das Spiel quasi bekannter machen würde und unsere Verkäufe verbessern würde. Da das Spiel aber wahrscheinlich eh nicht so gut bei der Kritik ankommt, geben wir mal kein Budget. Und jetzt kriegen wir die Rezension von Boulder, Paper, Shotgun, Total Crumbit, VGN und Kotaku. Ja, und wie ihr seht, ein Stern, kein Stern und ein halber Stern. Das Spiel ist richtig scheiße angekommen. Hier zum Beispiel, wenn ihr 5 Dollar zum Ausgeben habt, gebt sie für irgendwas anderes aus als diesen Müll. Das heißt, wir müssen wohl besser werden. Und wie werden wir besser? Wir lassen unsere Leute in ihrer jeweiligen Spezialisierung weiter trainieren. Der Artist kriegt jetzt zum Beispiel das nächste Programm Mayans. Und der Writer übt ab jetzt mit Word. So, und da das wieder eine Zeit lang dauert, spulen wir vor. Der Arbeitstag ist rum. Wir haben 730 Euro, Dollar eingenommen, haben aber extrem viel Verlust gemacht. So, und jetzt können die Herren weiter lernen. Wir können jetzt auch mal hier auf die Statistik gucken. Wir haben ein Spiel rausgebracht, Kürbisquest, Qualität 33, Preis 5 Dollar, 615 verkaufte Stück. Die andere Firma, Arcane Studios, hat Pix Defense rausgebracht. Das ist schlechter als unser Spiel und sie haben noch nichts eingenommen, weil das Spiel aber auch erst jetzt rausgekommen ist. Unser Studio hat momentan Qualität 16, die haben 13, jeweils 2 Mitarbeiter. Wir haben ein bisschen mehr Geld momentan. Und Awards haben wir noch keine, da die ja erst verliehen werden müssen. Ihr seht auch schon, dieses Mal dauert das Lernen und Üben schon weitaus länger, weil die Leute jetzt quasi bessere Programme lernen müssen. Jetzt haben wir sogar schon Plus gemacht, wir haben 2251 eingenommen. Und am Ende dieses Tages, ein Tag ist quasi ein Monat, werden auch die Awards verliehen. Und da können wir ja mal schauen, ob unser Studio irgendwas abräumt. So, jetzt sind sie ausgebildet und wir können uns nochmal an ein Spiel wagen. Werden jetzt das gleiche nochmal versuchen. Ich schaue gerade mal Alternativen, nein. Also nochmal ein Adventure, weil unsere Leute da am ehesten hinpassen. Wie kann man das denn nennen? So, bam. Wieder Mikro, wir sind ja nur zu zweit. Und du arbeitest wieder an der Kunst und dem Code. Du an Sound und Writing. Wir starten das Projekt, spulen vor. Jetzt besprechen sie es wieder, arbeiten daran, der Tag ist vorbei und nun kommen die Awards. Ich skippe das mal so ein bisschen. Das ist der erste Award, das meist, also das Studio, das am produktivsten war, das die meisten Spiele rausgebracht hat, ist die Kürbis Corporation. Als nächstes das Spiel, das die besten Bewertungen oder sagen wir mal am stabilsten gute Bewertungen einfährt, sind die Arcane Studios. Das am besten bewertete Spiel sind auch die Arcane Studios, die haben offenbar jetzt doch ordentlich was gemacht. Dann die höchste Revenue, also ich glaube, das ist das höchste Einkommen, wenn ich mich da nicht irre, sind auch die. Und das größte Studio, das heißt mit den meisten Mitarbeitern und so, werden auch die sein, jawohl. So, und jetzt würde ich euch wirklich zu gerne noch zeigen, wie unser Spiel dann im Endeffekt ankommt, aber damit muss ich, glaube ich, in die nächsten Aufnahme warten. Nein, wir können es auch auf den Markt bringen. Wir publishen es mal schnell. Es ist schon besser angekommen, wunderbar, und damit ist leider meine 10 Minuten Aufnahmezeit auch schon voll. Ich danke euch fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag. Tschaußen.